Und da sind wir schon wieder. Ach, was für eine lange Aufnahmeunterbrechung. Fast 0,2 Sekunden. Aber ich habe das einfach nur gemacht, damit meine Aufnahme sicher ist. Weil wenn mein Spiel abstürzt und meine Aufnahme korrumpiert wird, wird jetzt nur das letzte neue Videofile korrumpiert und nicht irgendwie das ganze Videofile. Was natürlich etwas schöner ist. Meine Augen liegen auch gar nicht ineinander, ne? Hashtag gute Grafik. Hört sich irgendwie immer an wie Meerschweinchen oder so. Los! Wer das Voice Acting gemacht hat, der hat da bestimmt viel Spaß dran. Wieb, wieb, wieb. Ach, bestes Voice Acting. Ich sollte, glaube ich, Voice Actor werden. It's the beginning of a new day. Bla 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 bla. Wir sind an Land. Wir sind an Land. Und wir müssen irgendwas machen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, wir sind an Land. Und wir müssen jetzt irgendein Tutorial durchmachen. So, sehr schön. Ist das Tutorial vorbei? Ja, okay. Tutorial ist vorbei. So. Und wir als Pflanzenfresser können Pflanzen fressen. Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Und falls wir es irgendwo finden... Oh, was ist das denn? Warum liegt hier so ein totes Viech rum? Keine Ahnung, warum da so ein totes Viech rumliegt. Das weiß wer will. So, und unsere Aufgabe ist es jetzt, zu anderen Spezies zu gehen. Wie zum Beispiel der hier. Oh, ja, 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 Tutorial, ja, 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 genau, ja, 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 Tutorial, ja, ja, ja. So, und mit dieser anderen Spezies müssen wir uns jetzt irgendwie vertragen. Uns sozial kommunizieren, wie der Fachmann es nennt. Natürlich ist das eigentlich nicht die erste Sache, die so eine Spezies machen würde. Erstmal geht es darum, Essen zu finden. Und auch bei Pflanzenfressern ist es eigentlich eher so, dass sie sich in ihrer eigenen Spezies gut verhalten und sich nicht mit anderen Spezies einfach so befreunden. Dass dieser soziale Aspekt kommt erst sehr, sehr, sehr viel später. Ist cool, ich kann hier irgendwie so... Irgendwie kann ich hier... Konnte ich gerade irgendwie so ein Salto machen oder so. Aber jetzt geht das nicht mehr. Warum geht es nicht mehr? Naja. Auf jeden Fall, dieses Befreunden mit anderen Spezies ist eigentlich kein Teil der Evolution. Aber, wie gesagt, das Spiel ist nur ein Spiel. Und wir lassen das mal ein Spiel sein. Oh, jetzt haben wir DNA gesammelt und ja. Und jetzt sind die irgendwie freundlicher etwas. So, jetzt können wir noch mit denen weitersprechen und dann singen die und dann singen wir auch und wir ahmen denen einfach nach, was sie machen und deswegen mögen sie uns. Das ist komplett logisch, weil wenn ich irgendwas nachahme, dann mag ich dich auch immer. Und zack. So. Und jetzt soll ich mein Mage, meinen Freund, lokalisieren. Hahaha, das war ein Wortspiel auf Australia. Ich kann auch den Sirenen-Song machen. Ich habe keine Ahnung, was der macht, aber ich kann es. Insofern. Yay, und jetzt paaren wir uns. Und dann können wir coole Sachen machen. Wie zum Beispiel, wir können irgendwelche mega krassen Insektenbeine holen. Mega Insektenbeine. Oh, die sehen ziemlich cool aus. Gucken dann so. Wow. Warum sind die falsch rum? Sind die falsch? Die sind falsch rum. Sehr seltsam. Die sind wahrscheinlich nicht falsch rum, aber die sehen so falsch rum aus. Hm, merkwürdig. Auf jeden Fall, das, was viel wichtiger ist, ist, dass wir uns zum Beispiel eine Hand holen. Die werden wir noch brauchen. Holen wir uns einmal irgendeine Hand, die viel zu groß ist. Way too big. So. Etwas kleiner, danke. So. Ich mag meine Hände nicht so übergigantisch mega dimensioniert. Ich mag das nicht. So. Die sehen schon fast aus wie so ein Grashüpfer oder so. Der Sinn ist jetzt auf jeden Fall, hier vorne die richtigen Sachen zu holen, mit dem man cool posieren kann oder sowas und das bringt dann ganz viel Freude. Momentan haben wir halt relativ wenig. Ich weiß immer nicht, wie viel diese Sachen bringen. 15? Ja, wäre alles nicht genug. So. Okay, okay. Erstmal müssen wir so bleiben, so wie wir jetzt gerade sind. Ich habe uns jetzt neue Hände gegeben und neue Füße und das ist alles ganz schön und toll. Aber im Laufe der Zeit wollen wir uns auch irgendwie evolutionär weiterentwickeln, um dann coole Sachen machen zu können. Weil das ist eigentlich der Sinn des Spiels, coole Sachen machen zu können. Ah. Komm schon. Lade. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel hier so langsam lädt.
Also ich habe es auf jeden Fall, soweit ich weiß, auf die besten Einstellungen. Das ist schon mal ganz gut. Ah, da habe ich noch ein Salto gemacht. Auch wenn das jetzt aussieht, seltsam aussieht, wie ich laufe, aber tja, was soll man machen? So, falls die Leute beeindrucken sollt, macht das meistens, also falls ihr eine Spezies beeindrucken wollt, macht das meistens Sinn, die Alpha-Tiere zu finden, weil man, wenn man die Alpha-Tiere überzeugt, dass man cool ist, kriegt man sogar coole Sachen. Habe ich ne? Oh nein, ich habe das Ding nicht. Nö, die sind mir aber zu weit entwickelt. Kann ich leider noch nicht überzeugen, werde ich später irgendwann mal machen. Die haben nämlich schon Posierung. Und das habe ich noch nicht, weil ich noch zu wenig DNA habe. Weil ich ein armer Schlucker bin. Weil ich mir diese verdammten Arme gekauft habe. Wer braucht schon Arme? Ganz ehrlich. So, und jetzt erstmal sammle ich hier die ganzen Teile ein, die uns irgendwas bringen. Wie zum Beispiel hiermit kann man laufen. Und damit kann man irgendjemanden anlaufen. Das ist so aggressiv. So, gucken wir mal. Was kannst du? Jetzt so ein Ding auf dem Kopf. Das ist natürlich auch cool. So, singen kann er. Singen kann ich auch. Genauso gut wie er sogar. Sehr schön. Und da ich jetzt den Alpha überzeugt habe, kriege ich jetzt sogar noch einen Teil dafür. Natürlich kein Teil, was ich brauchte, weil das Spiel mich hasst. Aber ich habe wenigstens einen Teil gekriegt. Muss auch auf die Zeit aufpassen übrigens, weil ich muss heute noch weg. In ein paar Stunden, Minuten. Dementsprechend müsst ihr für mich aufpassen, dass ich hier nicht zu lange bleibe. Oh mein Gott, was passiert? Oh mein Gott, Mike! Oh, er guckt seine Finger an. Wow, was ist los? Oh, das Gehirn wird größer. Herzlichen Glückwunsch, dein Gehirn ist größer. Yay, cool. So. Ich finde das immer ein bisschen übertrieben. So, was? Dein Gehirn ist größer. Naja. So, jetzt können wir uns endlich mal ein paar coole Teile holen. Was wir vorher noch nicht konnten. Springen können wir, schleichen können wir und sprinten können wir. Und jemanden. Hallo, ich habe Lust auf einen kleinen Tanz. Das ist übrigens die Animation, wenn man Babys machen will. Und scheinbar bin ich weiblich. Das ist ja interessant. Man konnte es nicht einstellen übrigens, ob man männlich oder weiblich wird. Das ist halt so. Man ist meistens einfach weiblich. So, diese ganzen aggressiven Teile brauche ich ja gar nicht, sondern was ich brauche, sind eigentlich hier diese diese Teile hier vorne. Und ich werde, auch wenn mich viele dafür hassen werden, ich werde mal einfach die Teile benutzen, die für mich am besten sind. Das heißt, die mir am meisten Fähigkeiten bringen, auch wenn die vielleicht nicht so cool aussehen. Das ist immer so eine Sache bei Spore. Man muss sich während der Kreaturphase immer das entscheiden, will man jetzt einfach nur cool aussehen oder will man halt Gedöns, ne? So, beißen brauche ich eigentlich gar nicht, ich brauche eigentlich nur singen, aber die können alle genau das gleiche, deswegen nehme ich einfach mal den Kanarienvogel hier vorne. Weil warum sollte man nicht ein Grashüpfer Vogel sein? Weiß ich nicht. Da gibt es hier auch noch verschiedene Augen und Ohren und so weiter, die man sich hier theoretisch dran tun kann. Aber die alle irgendwie nicht so sind. So, schauen wir uns noch an. Was haben wir hier? Greifer. Die haben wir, glaube ich, schon. Füße haben wir, glaube ich, auch schon. Hoffe ich mal. Ja, doch, doch, genau. Ich glaube, da hatten wir die hier genommen, die genau die gleichen sind wie die hier, nur irgendwie besser, aus irgendeinem Grund. Naja. Und was wir jetzt noch brauchen, sind irgendwelche Sachen, um andere zu beeindrucken. Und was ich auch immer gerne mache, ist solche Sachen hier, weil es ist einfach besser, sich zu bewegen. Außerdem sehen wir jetzt aus wie ein lustiger kleiner Grashüpfer. Hey, yo. Oh, was ist ein süßer kleiner Grashüpfer. Und jetzt brauchen wir halt noch hier so Sachen, die Charme haben und Charme. Oh, jetzt haben wir hier so zwei so Dinger, zwei Antennen. Wie von so einem Grashüpfer. So.
Grashüpfer, Motten, Schmetterling, Vogel, Geburt, Ding sind wir jetzt. Ja. Ich suche gerade noch, habe ich jetzt alles? Ich habe, ah doch, ich habe jetzt alles auf Stufe 2. Ist das nicht schön? Und ich kann springen und gleiten. Das kann ich so hinnehmen. So, jetzt kann ich endlich versuchen, diese eine Spezies, die mir vorher entkommen ist, zu unterwerfen. Ich frage mich nur gerade, warum die Bildschirme immer so lange schwarz sind. Eigentlich ist es nämlich so, dass ich noch genug Speicherplatz und alles Mögliche habe und genug RAM und CPU-Power habe ich sowieso. So, ihr Penner, die ihr versucht habt, mir zu widerstehen. Alle werden unterworfen. Oh, warte, ich hole mir erstmal noch einen Partner. Dann habe ich die doppelte Stärke. Partner, komm mit. Hier, du. Du wirst mein Partner werden. Nein, hör auf zu tanzen. Hör auf zu tanzen. Du posierst. Ah, toll. Ja, ich hab's gesehen. Erstmal wieder klarkommen, was macht der überhaupt? Man muss halt immer genau das machen, was sie auch machen. Dementsprechend muss ich erstmal ein bisschen nachgucken. So! Hier, was machst du? Du tanzt. Wir können auch tanzen hier. Sogar Stufe 2 und wir sind zu zweit. Mister. Ha, abgezogen. Tja, hast versucht, zu mir zu widerstehen? Gibt's sowas nicht hier bei mir. Kann mir nicht widerstehen. Komm, dich holen wir auch noch. Mit unseren krassen Dance-Moves hier. Oh yeah. Und unserem Engelsgesang. Was macht der denn da? Posiert der? Ja, okay, er hat posiert. Hat mich nur ein bisschen verwirrt, weil das so seltsam aussah. Aber das Coole ist jetzt, wir können jetzt rumfliegen. Wie verrückte Grashüpfer-Mottenviecher. Und das macht das Fortkommen in dieser Welt einfach so viel einfacher. Wenn man das versucht, das Spiel ohne Flügel zu spielen, dann ist man ein Noob. Sag ich jetzt einfach mal. Ist vollkommen begründet. Nicht. Tja, wir sind doppelt so gut wie du. Noob. Aber er gibt uns gute Teile. Das ist schon mal sehr gut. Gibt es hier noch ein Alpha-Tier? Habt ihr noch ein Alpha-Tweety? Nö, habt ihr nicht. Dann muss ich euch überzeugen. Lass mich singen! Oh, ich habe ihn jetzt gar nicht zu Ende überzeugt. Das war natürlich schlau von mir. Man kann ein paar Millisekunden rausholen, wenn man das hier ein bisschen vorzeitig abbricht, weil sonst die Animation noch zu Ende laufen muss und so weiter. Und dann ist meistens etwas leichter, schneller, wenn man das vorher schon abbricht. So ungefähr. So, und es hat angefangen zu regnen. Was ich auch sehr cool finde bei Spore, was programmiertechnisch wahrscheinlich auch sehr nervig gewesen ist, der ganze Himmel hier vorne und alles, was ihr da seht, so, dieses ganze, was da oben überhaupt stattfindet, die ganze Galaxie und so weiter, die Sonne, die ganzen Planeten, der Planet da hinten zum Beispiel, das alles ist auch wirklich so. Da kann man auch hinterher, man kann hinterher zu diesem Planeten, den man da oben jetzt gerade sieht, hinfliegen oder jetzt nicht mehr sieht oder auch zu den anderen Sternen, die hier sind. Und das ist wirklich so berechnet, dass man sozusagen wirklich sieht, wo die anderen Sachen sind, was natürlich ziemlich cool ist. Das heißt, theoretisch kann ich hinterher irgendwo da zu den Sternen fliegen. Oh, ist das nicht romantisch? So, euch habe ich schon überzeugt. Ja, euch habe ich schon überzeugt. Ich fliege hier nur in die falsche Richtung, weil ich die ganze Zeit hier rumspreche. So, jetzt sprinten wir. Dann sind wir super schnell. Aber leider fliegen wir dadurch nicht schneller. Glaube ich. Wenn ich das weiß. Ihr seid böse. Nicht mehr lange. Hahaha. Versucht mir doch zu widerstehen. Aber ihr könnt es nicht. Ihr könnt mir nicht widerstehen. Ihr könnt mir nicht widerstehen. Ah, die haben noch ein Alpha-Tier. Ist natürlich sehr schön. Ja, versuchen mir zu widerstehen. Geht nicht. Versuchst du mich zu posieren? Bam! Weggehauen. Ja, versuchst du den gleichen Trick nochmal? Wir sind nochmal weggebasht.
Easy, easy, easy. So, und jetzt muss ich hier... Ah, war irgendwo ein Skelett, das ich mir gerne ausgraben würde. Dass ich dieses Skelett ausgrabe, liegt übrigens daran, dass da Teile drin sind. Zum Beispiel so ein Auge oder so. Ja, sieht man ein Auge und dabei ist das ein Ohr. Sehr gut, Spiel. So. Und was war das? Das war auch irgendwas. Auch ein Ohr. So, dann überzeugen wir nochmal dieses Baby hier vorne. Und zack, Quest fertig. Oh, wir kriegen noch ein Upgrade. Wow, 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 er guckt seine Finger an. Wow, er kann seine Finger angucken. Oh, was ist los? Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Sei Gier ist größer geworden. Oh, was für ein Antiklimax. Yay. Jo, das war ja sehr spannend. Nicht. Oh, oh. Ach so, das bist doch ein... Ich dachte, das wäre jetzt so ein Ultra-Mega... Verprügeltyp, aber da sind die ganz freundlich. So, mal gucken, ob wir die überzeugen können. Das ist so, das Spiel ist so programmiert, dass man nicht immer alle überzeugen kann. Aber versuchen wir es mal. Einfach. Theoretisch kann man sich hier angucken, so, ja, was hat er und wie viel Gedöns hat der und wie gut ist der und alles. Und hier fünf freundlich ist er, deswegen wird er wahrscheinlich uns total abziehen, aber... Au! Werde hier verprügelt. Das finde ich nicht toll. Dann fliege ich schnell nach Hause. Eben, lass mich nach Hause fliegen. Und hol mir noch ein paar neue Parts, weil ich glaube nicht, dass ich den überzeugt werden kriege mit meinen jetzigen Teilen. Ist da jemand? Hallo? Ja, lass mich durch. Lass mich durch, ihr Penner. Oh, ich fliege in die falsche Richtung. Oh. Hier ist einfach mal alles leer. Das ist natürlich... da vorne. Ja, 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 haben wir schon gesehen. Ist wunderbar, dass wir es nochmal zeigen will, Spiel. Aber ich habe schon gesehen. So, hier können wir auf einem besser tanzen. Yay. Mit seltsamen Bärenpfoten. Und hier können wir besser posieren. Mit irgendwelchen Froschenden, Händen, Viechern, Dingern, Gedönsen. Oh, es mag die nicht. Oh, tja. Pech gehabt. So, das hatten wir schon. Und jetzt gucken wir nochmal hier. Oh, wir können besser charmen. Oh, was ist das? Hä? Brauchen wir nicht mehr. Und größer. Sieht ja auch lustig aus. Man weiß nie, was passiert, wenn man an diesen Dingern zieht. Ist immer ein Mysterium. So, hier hatten wir irgendwen Schlossen gekriegt. Was hatten wir noch gekriegt? Das hatten wir gekriegt. Das hatten wir gekriegt. Ja, haben wir alles schon eingebaut. Und halt noch hier ein paar Sachen, die wir überhaupt gar nicht brauchen. Und hier... Ach, ich kann besser singen. So im Entenmund. Das ist auch manchmal hier so... Ja, ich würde gerne aussehen wie so ein Vogelinsektviech. Na, ah, wir geben dir mal einen Entenmund. Was? Okay. Okay. Ich bin zufrieden. Ich gehe übrigens, meistens ändere ich die Farbe meiner Spezies nicht hinterher noch. Das machen viele Leute gerne, aber ich bin irgendwie ein einfarbiger Mensch.